Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück bei Daquin Plays Bug Fables. Wie viel Geld habe ich eigentlich dabei? Das hätte ich vielleicht vorher überprüfen sollen, aber ist egal. Null. Null ist gut. Mit null kann ich arbeiten. Sollte ich nicht, aber ich kann. So, gucken wir mal, wo der arme kleine Käfer hier rumguckt. Irgendwo hier muss ein kleiner Käfer sein, der eine Aufgabe für uns hat. Irgendwo da drüben. Natürlich an der letzten, am letzten Stück der Insel, wo ich nachgucke, ne? Hey, ja, bist du die Schwester der verlorenen Schwester? Ich habe ein wenig Taktgefühl, wie. Verzeihe bitte. Wir sind Entdecker, die deiner Bitte nachgekommen sind. Ah, jetzt verstehe ich. Danke. Also, was genau ist passiert? Meine Schwester ist super stark und mutig. Sie kümmert sich immer um mich. Ich sah sie mit dieser Wespe spazieren gehen. Ich vertraue ihr, also habe ich mir keine Sorgen gemacht. Aber sie ist nicht zurückgekommen. Sie muss entführt worden sein. Wie hat es eine Wespe hierher geschafft? Diese Art ist überhaupt kein Ziel gewesen. Das ist nicht wichtig. Wir haben jemanden zu retten. Ich habe gehört, wie sie das Wespenreich erwähnt haben. Sie muss in der Nähe sein. Jetzt bin ich an der Reihe, für meine Schwester tapfer zu sein. Wir treffen uns am Eingang des fernen Graslandes. Warte, du gehst auch mit? Wir sind gleich da. Bitte sei vorsichtig. Ja, wir sind bestimmt gleich da, sagt er bedeutungsgeschwängert, bedeutungsvoll. Hi, Kumpelino. Halt, nur diejenigen mit einem Beweis, dass sie den Weg der Karten beherrschen, dürfen eintreten. Dann zeig ihm mir den Beweis, bitte sehr. Ich entschuldige mich für mein vorheriges Verhalten, Meister. Ihr seid willkommen in der großen Halle der Sperrkartenmeister. Bitte geht weiter. Friss das. Ah, du da, grüner Junge, du bist auch ein Nordländer, nicht wahr? Ich war schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Heimat. Ich frage mich, ob das Leben dort heutzutage besser ist. Nein. Howdy, Leute, seid ihr neu im Spiel? Ich auch. Mein Opa war der beste Sperrkartenspieler, den es gab. Er hat nie eine einzige Schlacht verloren. Bevor er in den Ruhestand ging, hat er mir sein Deck geschenkt, an dem er jahrelang gebaut hat. Und mit diesem... Schau mir zu, Opa, ich werde mit diesem speziellen Deck gewinnen. Verschwinde. Wenn du kein Champion bist, haben wir nichts miteinander zu tun. Okay. Eingebürdet Matsch und so, ne? Ist klar. Ah, neuer Spieler. Dann komm mir nicht in die Quere. Ich werde gewinnen, hört ihr? Diese Belohnung ist mein! Aha. Humpf. Wow, wow, jeder hier ist so ernst. Können wir uns nicht einfach alle beruhigen und entspannen? Das ist doch nur ein Spiel. Es ist doch nur ein Spiel, sagt man nicht. Keiner wird diese Karte in meinem Deck erwarten. Was für ein Schandfleck. Selbst bei all dem Geld, das hier fließt, haben sie dieses Loch in der Wand immer noch nicht repariert. Ich kann das nicht ausstehen. Es fühlt sich so an, als ob da einfach alles herauskriechen kann. Vielleicht sollte ich mein Geschäft woanders hin verlegen. Du hast ein Geschäft? Hi. Was zum... Was macht ihr denn hier? Das ist mein Zimmer. Ah, ihr habt die Wand zerstört. Denkt ihr, das macht mir nichts aus, nur weil ich reich bin? Wie könnt ihr es wagen? Ich dachte, ihr werdet anständige Käfer. Wir entschuldigen uns. Ich habe eine Lücke gesehen und hatte einfach Lust zu graben. Ja, du musst dich eigentlich bei der Geschäftsleitung beschweren. Und du gibst mir die Schuld an den Fehlern des Hotels? Nein, nur... Ich habe gerade meine Beherrschung verloren. Wir duellieren uns jetzt sofort. Aber damit meinen wir einen tatsächlichen Kampf. Ups. Es gibt auch sicher eine bessere Lösung für das hier. Wir könnten eine Woche lang dein Zimmer putzen. Oder nicht? Licht da draußen, meine Güte. Bleibt wachsam. Wir haben keine Ahnung, wie sich der Zufall auf ihre Angriffe auswirken wird. Damit meint er was ganz Spezielles für diesen Kampf als solchen. Tatsächlich, interessanterweise. Wir machen wie so Orkanwurf. Können. Dürfte dadurch, dass wir ja wie so oder so aufgeputscht haben, ganz gut Schaden machen, ne? Ja, 11 Schaden, nicht schlecht.
Und dann versuchen wir sie einzufrieren. Dann haben wir diese Runde erstmal hinter uns. Das wäre voll knocke. Chompet darf allerdings dann in dieser Runde nichts machen. Das ist dann halt einfach so. Ne? Da müssen wir dann da durch sozusagen. So, dann. Warte ich, bis sie getroffen wird, um das witzige Carpaccio zu benutzen. Ja, wir warten, denke ich. Oder? Weiß nicht. Schwierig! Machen wir das. Schön einfach Schaden raushauen. Habe ich zumindest schon mal Pi mal Daumen die Hälfte ihrer HP weg, bevor sie überhaupt irgendwas gemacht hat. Sie hat sich was? Einen Würfel dahingestellt und Verteidigung erhöht. Na gut. Wenn das so weitergeht, brauche ich in dieser Runde eigentlich gar nichts machen, außer hier einmal den Crispy Donut und dann einfach weiter angreifen und fertig ist die Kiste. Nicht, dass ich was dagegen hätte, ne, aber ist zumindest ungewöhnlich, dass ein Kampf so ohne Probleme läuft, auf hart mittlerweile, aber ich nehm das so hin, ne. Schlaf fände ich jetzt uncool. Heilung für uns alle ist natürlich sehr unterhaltsam. Der Grundgedanke war jetzt gut, ich könnte jetzt wie eben heilen, weil ne, da gab es Schaden, ihr habt es genau gesehen. Aber der Sinn dahinter wäre wahrscheinlich nicht, naja, vorhanden. Kriege ich damit zufällig eben 6 Schaden hin, das wäre voll knorke. Ja. Das war der mit einfachste Kampf in der Late-Game-Karriere, die wir bisher hatten. Wow. Und ich habe vergessen, die richtigen Orden auszurüsten. Abzeichen. Aber. Ihr hättet mich gewinnen lassen können, wisst ihr. Es tut uns ja leid, aber nein. Ich werde dem Management von der Lücke erzählen. Es tut uns wirklich leid. Wie auch immer, raus hier. Ich muss mich auf das Turnier vorbereiten. Denkt ihr ernsthaft, dass ich reden will? Warum habe ich euch nur beigebracht, wie man spielt? Sorry. Bitte passt auf, wo ihr hintretet, ja. Ich hatte nicht mal hier Dingens an. Machen wir's. Noch den zweiten Giftangreifer und so weiter und so fort. Also, ja. So viel dazu jedenfalls. Das nur mal so am Rande. Wir müssten, meine ich, eine Abzeichenbelohnung dafür kriegen. Ah, oh, Frischfleisch, hervorragend. Die aktuelle Konkurrenz wurde langsam altbacken. Hier halten wir die Speerkartenmeisterschaft ab. Das wisst ihr wahrscheinlich schon, da ihr es geschafft habt, die Kartenmeister zu besiegen. Kommen wir gleich zur Sache. Wenn ihr das Turnier gewinnt, könnt ihr viele, viele Beeren bekommen. Ihr müsst 3 Kämpfe hintereinander mit demselben Deck bestreiten. Dazwischen wird nicht gewechselt. Es kann aber nur einer von euch teilnehmen, also entscheidet, wer es sein wird. Wer soll dann spielen? Leif, das ist doch logisch. Wir sind bereit, wann immer wir wollen. Yeah. Wenn ihr bereit sagt, seid einfach Bescheid. Lasst unsere Sponsoren nicht warten. Probieren wir es mal. Probieren wir es nicht. Probieren wir es nicht. Ich habe kein Geld. Ich bin arm. Wie eine Kirchenmaus. Furchtbar. Jedes Mal. Jedes Mal. Ne, Moment, der Tunnel ist hier rechts. Ich meine, sehen wir es alles positiv, ne? Komi kam, sah und machte wieder einen Miniboss. Ist auch in Ordnung. Mittlerweile muss ich tatsächlich fast gucken, dass ich den richtigen Ausgang nehme. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich hier runterspringen kann, weil es so aussieht, als gäbe es da irgendwas, aber nein. Da gibt's nichts. Also abgesehen davon, wenn es halt richtig Gutes wäre, würde der Radar ja eher entschlagen, davon mal ab, aber da ist nichts. Kann man nichts holen. Warum bin ich jetzt hier? Naja, um in meinem Bett zu schlafen.
Damit, Komi, brauchst du einen Schönheitsschlaf. Ja, so ist das manchmal. Außerdem sollte ich gucken, dass ich mir demnächst wieder ein Blatt oder so aneigne. Irgendwas, was ich einwerfen kann, damit wie vergiftet werden kann. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Habe ich noch was in meinem Lager? Also irgendwas Sinnvolles? Dunkle Kirschen können rein. Wasser kann rein. Ich meine, ich habe so viel Festessen. Ich könnte... Ja, wir können den Irrtum mitnehmen. Irrtum quasi müsste eh vergiften. Mit schwachem Magen zusammen vergiftet es grundsätzlich so oder so. Passt. Jetzt Grasland. Die eigentliche Quest für heute erledigen. Naja, und dann müssen wir uns zum goldenen Hügel begeben, ne? Beziehungsweise dem Eingang davon. Na, kriegen wir schon das hin. Bin übrigens nicht ganz sicher. Achso, ich hätte den Orden aufholen können, das Abzeichen. Ja, egal. Bin ich ganz sicher, wo der Eingang zum fernen Grasland sein soll. Ob sie halt tatsächlich den. Ich sag mal hier unten meinen, da wo wir gleich halt wieder rauskommen oder welchen sie meinen, aber kriegen wir schon hin. War ich hier schon mal? Ich habe das Gefühl, ich war hier noch nie. Ich habe dieses Gefühl, ich bin hier noch nie abgewogen. Naja. Spinnnetz? Oh Gott. Bleibt weg. Ah, ich erinnere mich. Also ja, ich war noch nie im LP mit euch hier. Raus. Ich habe immer das Gefühl, meine Leute können nicht lesen. Oder ich will nicht lesen. Eins von beiden. Ein Turm an diesem wilden Ort. Lasst uns einbrechen. Oh ja, zwei Schlauer, ein Gedanke. Ist das nicht Privatbesitz? Zwei schlau, ein Gedanke. Lass uns einbrechen. Sehr, sehr gut. Ist das denn noch ein Boden? Dass ich es zweimal schaffen würde, irgendwo einzubrechen, indem ich aus Versehen in ein Loch steige, ist ungewöhnlich für einen Part. Aber naja, okay. Eine Bibliothek. Wir haben etwas eher Böses erwartet. Ich hasse es, wenn sich der Schatz als Bücher entpuppt. Das muss die Residenz von jemandem sein. Wir sind Unbefugte. Psst, entspann dich. Wir müssen nur raus, bevor... Himmelkreuz Donnerwetter, was ist das für ein Geräusch? Was zum... Was macht ihr denn hier? Das ist ein privates Domizil. Ich hätte den Graben flicken sollen. Raus hier, klar, oder ich schmeiß euch persönlich raus. Und wagt es ja nicht, irgendwelche Bücher zu stibitzen. Ich werde euch aufspüren. War das eine Spinne? Schien eher eine freundliche Tarantel aus der Nachbarschaft zu sein. Wir hätten ins Gefängnis kommen können. Ich schätze, wir verschwinden besser, bevor er die Entdecker auf uns hetzt. Aber hier gibt's Zeug. Ich habe das perfekte Zaubertrankrezept gefunden, aber verflixt, alles ist so verstreut im Land. Ah, ich bin zu faul. Wow. Das fühle ich quasi, das fühle ich. Würde mir quasi genauso gehen. Kann ich? Kann ich. Ich könnte den perfekten Zaubertrank machen, aber dafür muss ich durch die Gegend laufen. Ist doch scheiße. Außerdem ist die Tür zu, meine Dame, mein Herr, wie auch immer. Und die Bücher fliegen. Ja, alles klar, natürlich. Entweder sind das sehr leichte Bücher oder hier ist Magie im Spiel. Hallo, hallo, wollt ihr eine Kapsel? Das wird 14 Beeren kosten. Goddammit, ey. Mit euren, das muss Geld kosten, ewig, ey. Ein schlechtes Buch gefunden. Verflixt, dieses Buch ist Müll. Nehmt es mit. Pa, wenn es schlecht ist, will ich es nicht. Pech für euch, ihr wollt meine Sachen durchstöbern, dann nehmt doch den Müll mit. Vielleicht würde sich Reeves dafür interessieren. Wahrscheinlich.
Guter Herr, haltet ihr einen Moment Zeit für uns? Ihr seid immer noch hier. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Die Tür ist verschlossen. Wir können buchstäblich nicht gehen. Nicht ohne etwas kaputt zu machen. Oh. Verflixt. Ich war vollkommen auf meine Tränke fokussiert. Es ist jetzt offen. Ist es das? Ich bin ein Zauberer. Du wagst es, mich zu unterschätzen? Danke, dass wir raus dürfen. Wir entschuldigen uns für den Einbruch. Das ist egal. Alles, was mich interessiert, ist, dieses Gebäude zu beenden. Herr Zauberer? Verflixt doch mal, ihr seid immer noch hier! Ja, ihr scheint beunruhigt zu sein. Wir sind Entdecker, wisst ihr? Gut für euch. Was er meint, ist, dass es so aussieht, als ob du Hilfe benötigst. Weißt du etwas darüber, wie man magische Verbindungen von Materialien extrahiert? Nee. Und ihr prahlt damit, dass ihr mir helfen könnt. Nun, können wir das nicht? Es gibt einen Trank, den ich herstellen möchte, aber seine Materialien. Ich müsste überall hinreisen. Ich hasse es, den Turm zu verlassen. Was für Zutaten? Nektar von den Viechern des Landes in lebloser Erde, blühende Früchte und die Essenz des puren Frostes. Das klingt super cool. Also was sind die Zutaten? Wenn ihr wirklich helfen wollt, werdet ihr es herausfinden. Wirklich hilfreich. Ein Rätsel von einem der 10 großen Zauberer. 10? Wir werden es versuchen. Es lohnt sich hoffentlich für uns. Verflixt, du hast keinen Respekt. Du wirst nicht glauben, wie gut dieser Deal sein wird. Ich meine tatsächlich Honig, eine Giftkartoffel und einen Eiswürfel oder so ähnlich. Ich will Mr. Zauberer hier haben. Aber hat sich schon mal gelohnt, ne? Kristallbeere wieder drin. Ich glaube tatsächlich das letzte schlechte Buch, was wir besorgen müssen, damit die Quest auch mal zu Ende geht. Und technisch gesehen auch eine neue Entdeckung, ne? Also, kann mitarbeiten. Ja, das andere Zeugs muss ich halt mal so auf lange Sicht besorgen, aber wir arbeiten dran. So. Jetzt allerdings irgendwo mal... So. Ameise? Fragezeichen finden gehen? Ach, eine Ameise, oder? Ich glaube, ja. Mensch, das geht nicht, wenn wir all diese Kämpfe noch machen müssten. Ekelhaft. Ich meine, auch hier gibt es Schlimmeres, ne? Aber muss ich nicht haben. Ups. Baum gerammt und das Scham eingegraben. Aha. Hey, ich hab's geschafft. Wir hätten dich begleiten können, weißt du? Ist schon gut, ich muss tapfer sein, um meine Schwester zu retten. Erlaube uns wenigstens, dich von hier bis zum Wespenkönigreich zu begleiten. In Ordnung, lass uns loslegen. Es wird schon gut gehen, bleib einfach hinter uns. Ja, ja. Ich entdecke heute haufenweise neue Orte, zu denen ich einfach eiskalt noch nie gegangen bin. Ah. Hab ich die gerade weggepackt, die Kirsche, aber... Also die alte goldene, dunkle Kirsche. So, hi, hier, guck, Wespenreich. Hilft halt keinem, weil wir hier nicht rein können. Aber... Technisch gesehen nicht gelogen, ne? Wird ja immer besser. Zigtausend Bücher. Obwohl Via recht hat, es ist ein bisschen unschön immer, wenn es heißt, hey, guck mal, wir haben einen Schatz gefunden oder wir bekommen eine Belohnung für unsere Quest und dann stellt sich hier raus, hier, du kriegst ein Buch. Ja. Muss ich jetzt ernsthaft da hoch wieder? Ist das so? Naja. Nur Quabu hat es hochgeschafft, der arme Kerl. So. Ich weiß nicht, ob ich auch links lang hätte gehen können. Na, wir gehen jetzt halt rechts lang. Whatever.
bis zu dem Wasser und dann wird das ganze Wasser wieder eingefroren, weil das so cool war. Haha, cool. Aber mal ganz ehrlich, eigentlich wäre tatsächlich das Einfachste gewesen, sie sagt, ja, beziehungsweise unsere Gruppe nimmt sie mit und dann wären wir durch den Tunnel von der Metallinsel zu dem Tunnel von dem Wespenkönigreich hier. Und dann wäre gut gewesen, dann wären wir da gewesen. Stattdessen machen wir es jetzt in Anführungszeichen so umständlich hier, aber naja, ja. So. Ja. Schwester, geh weg von ihr, du Kidnapper. Bumble? Was? Kidnapper? Wovon redest du denn? Stell dich nicht dumm, du hast ihre Schwester entführt. Was? Aber Rebel ist meine... Bumble, was soll das? Du redest mein Date. Date? Mit einem Wespensoldaten? Nein. Was ein Date? Du hast gar nichts gesagt. Ich dachte, du würdest... Ich wollte etwas Spontanes machen zum Spaß, okay? Es ist wahr, ich habe sie hier eingeladen und sie hat ja gesagt. Bitte versteh doch, die Spannungen waren sehr groß. Wen interessiert schon diese ganze Politik? Wir wollen nur zusammen sein. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich dachte, du würdest das nicht gutheißen, also... Natürlich tue ich das, du unterstützt mich in allem. Wow, deine Schwester ist cool, Rebel. Es tut uns leid für dieses Missverständnis. Nein, das war mein Fehler. Ich hätte es dir sagen sollen, Bumble. Ich schätze, dann ist alles in Ordnung. Wir könnten auf der Metallinsel bleiben, bis sich der Konflikt gelegt hat. Ja, klar, ich denke schon. Wir haben hier auf jeden Fall eine gute Zeit verbracht. Danke, dass ihr euch so sehr um Rebel kümmert. Hier ist eine Kleinigkeit. Gib hier Plusabzeichen. Du bist ein cooler Kerl. Sorry für den Schreck. Haha, das höre ich oft. Ja, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Macht's gut. Eingebildet kann ich... Das höre ich oft. Ich höre das nicht oft. Warum sagt mir keiner, dass ich ein cooler Kerl bin? Was mache ich falsch? Wahrscheinlich bin ich nicht cool, das, darum wird's liegen, aber... Ne? Das ist eigentlich so ein Ding... Ja. Nach dem Motto, den Schalter umlegen, geht die andere Tür wieder auf oder so? Nein. So. Vor Freude vor dem Tunnel hoch und runter springen. Ja, das wird Probleme lösen. Also, nein, wird's nicht, aber... Wäre schön, wenn. So. Ich denke mal, das hilft mir noch nicht, um mehr Entdeckung zu haben, aber... Nein, einfach nur 37 von 36. Gut, gut, gut. Legendenbuch. Eins oder zwei noch, das kriegen wir hin. Ah, das ist einer der schlechtesten. Lasst uns mal sehen. Dieser Bucheinband, umgekehrte Achse. Nein, dieses Buch ist zu fürchterlich. Mein Herr, bitte seien Sie leise, das ist eine Bücherei. Dieses Buch war perfekt, so eine schöne Geschichte. Unglaubliche Prosa, straffes Tempo, erstaunliche Charaktere. Wieso ist es dann ein schlechtes Buch? Es stellt sich heraus, dass alles nur ein Traum war, und dann zerschmettert ein Felsen die Hauptfigur. Oh Gott. Hey, je. Das ist selbst für mich zu viel. Ich werde es nachher vernichten. Vielen Dank für eure Hilfe, Entdecker. Hier ist meine finale Belohnung. 35 Beeren. Ich hoffe, sie haben dir gefallen. Sagen wir, ich habe sie genossen. Wir sehen uns wieder. Und dann wird er halt zerquetscht. Ja. So ist das halt. Herrlich. Gut. Ja, aber nur noch, findet die Bücher, findet die Zutaten. Früchte, die dort blühen, wo es kein Leben gibt. Achso, Früchte, die dort blühen, wo es kein Leben gibt, nicht von wegen unter der Erde. Dann könnte sogar was anderes gewesen sein. Aber weil ich es angesprochen hatte. Kartenduelle. Zeit für ein Duell. Ist übrigens ein schönes Lied, ne? Weil sich keiner über das Stottern des Sängers aufregt. Mhm. So. Probieren wir es zumindest mal. Noch einmal herzlich willkommen zur Spielkartenmeisterschaft. Heute werden 8 Teilnehmer kämpfen und versuchen, die Spitze zu erreichen. Hier sind die heutigen Teilnehmer. Leif gegen Typ mit Hut.
Rotes Ding gegen Ameise. Weiter kam ich jetzt nicht. Auf dieser Seite Leif, die Mutter aus dem Ameisenreich. Mal sehen, gegen wen er dieses Mal antreten wird. Auf der anderen Seite, seine Freundschaften brachten ihn so weit. Boogie! Ganz schön groß, ey. Ich werde dich besiegen. Für Opa! Und jetzt lass den Kampf beginnen. Ich meine, ja, hat beim letzten Mal auch funktioniert. Ich habe schon schlechtere Karten gehabt, nehme ich an. Yeah, friss Pilz. frisst gar nichts, aber das macht nichts. Friss Pilz. Yeah. Friss Zombäus. Kraft plus 2 Windpilze. Ja, ja, friss Zombäus. Dein Deck ist kacke, kann das sein? Also ich habe selten jemanden gehabt, bei dem ich quasi... Ah ne, machen wir mal... Nehmen wir nur... Ja, oder? Ja, nehmen wir nur ihn, ist egal. Die Runde hätte ich so oder so verloren, von daher passt das schon. Aber ne, also ich habe schon Decks gehabt, da war... mehr drin, sag ich mal. Ja, interessant. Mehr an Kampfkraft halt, ne? Ja, krass. Aber dafür musst du da drei Karten hergeben und nicht eine. Runde 10. Kartenduell 1 gewonnen. Schon mal nicht als totaler Loser rausgeflogen. Yes. Nein, Jale, ich habe dieses Duell verloren. Ja, die Macht der Freundschaft kann sich sonst wohin, ne? Unglaublich. Leif hat es in die nächste Etappe geschafft. Hier ist der aktuelle Stand der Dinge. Ah, die Ameise hat die Rote besiegt. Und Bandit hat den Schwarzen da besiegt. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, Janet? Es ist Janet! Aber hey, ich werde mein Bestes geben, also gib auch du bitte dein Bestes. Und jetzt lass den Kampf beginnen. Okay. Das ist ein furchtbarer Anfang, aber naja. Oh, wow. Interessant. Ja, whatever. Ein Verschlinger, ah, nicht schlecht. Stimmt, die Karten haben wir mittlerweile auch von diesen großen bösen Gegnern. Ah, er hat Fuff. Ich weigere mich, ihn Ultimax zu nennen. Das ist definitiv Fuff oder Pfaff oder wie auch immer. Zombeos hätte gereicht, aber naja. Einen mehr, dann kommt nur er rein. Na, also General Ultimax kann nicht so gut sein, wenn man bedenkt, dass ich da gleichzeitig mit einem Chen, dem falschen Entdecker, wobei die ja echt heftig waren in den Kämpfen, ich da einfach genauso gut gewinnen kann. Ne? Das ist schon traurig. Wow. Oh, hey, du bist ziemlich gut. Ich werde es später noch einmal versuchen. Dies ist der letzte Kampf. Wer wird sich den Preis holen? Seht jetzt eure Wetten. Eine Auffrischung des aktuellen Tabellenstandes. Ich kämpfe gegen glückliche blaue Ameise oder whatever. Auf der anderen Seite eine Duellante mit Sportsgeist, egal ob Sieg oder Niederlage. Serena oder Serene.
Lass uns ein gutes Match haben, in Ordnung? Und jetzt lass den Kampf beginnen! Okay. Oh wow, mit Bosskampfmusik. Okay, okay. Oh man. Könnte gefährlich werden. Könnte gefährlich werden, so wie es gerade läuft. Aber muss nicht. Es ist immer nur ein Könnte. Hat der gerade meine Verteidigung wieder auf Null gesetzt? Ich hasse es. Verteidigung ist furchtbar. Okay, 2 zu 3. Läuft okay. Gefährlich, aber läuft okay. Goldener Setzling! Fast nichts kann den Goldenen Setzling irgendwas entgegensetzen, insofern. Goldener Setzling mit Gelee-Pilz. Das war's! Easy. Ah, was für ein gutes Spiel. Schade, dass es enden musste. Unglaublich, was für ein geschickter Gewinner aus Leif. Ja. Komisches Geräusch, aber ja. Du hast dem Publikum die Show ihres Lebens geboten. Hier ist dein Preis, Sperrkartenmeister. Eine Kartentrophäe erhalten. Eine Kristallbeere erhalten. 150 Beeren erhalten. Wir hoffen, du kommst wieder und zeigst dein Können. Wahrscheinlich nicht. Das war das letzte Mal, dass wir wahrscheinlich das TCG spielen werden, aber egal. Die Show ist vorbei. Lass uns ein anderes Mal erneut zusammenkommen. Wir könnten uns vorstellen, auf das wiederzukommen. Nein. Einfach nein, aber... Diese Trophäe zeigt, dass ihr das Metallinsel-Kartenturnier gewonnen habt. Heck yeah. Naja, da sieht man mal. Versprochen ist versprochen und wird von mir nicht unbedingt immer gebrochen. Na, teilweise schon, aber nicht immer. So, Ameise statt Plaza, einmal wupp wupp. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Das wird nämlich angezeigt, dass wir das Turnier gewonnen haben. Was eine schöne Sache ist. Ich mag so Sachen, die in-game ein Achievement sind, wenn man so will, und dann nochmal so eine kleine Belohnung da bieten. Und wie ich es gesagt hatte... Gut gemacht, Leute. Ihr habt die schwierige Version von Carmina besiegt. Nein. Erstaunlicherweise nein. Das war keine Herausforderung, mein Bester. Der damit ausgerüstete Verbündete beginnt den Kampf mit einem zufälligen Statusverstärker oder Zustand. Das ist halt also, wenn man so ein bisschen auf Random steht, das ist eine gute Sache. Damit meine ich nicht Lost in Random. Außerdem bei zwei... Ja, kann man damit arbeiten, theoretisch. Anyway, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal werden Kabu, Leif und Vi versuchen, das Artefakt für ihre Königin zu sammeln. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, bei mir sind die Artefakte klar offensichtlich. Ihr könnt das Ganze hier liken, kommentieren und meinen Kanal abonnieren, damit ihr auf keinen Fall wieder etwas verpasst.